morgen geht's im Pokal gegen Saarbrücken zum Saarderby. Du als Saarländer weißt ja wohl, wie wichtig das ist. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich nach dem letzten Spiel ein bisschen gedrückt. Wir haben uns gegen Koblenz natürlich mehr erhofft. Aber das ist jetzt, wie gesagt, Schnee von gestern. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, dass wir morgen gegen Saarbrücken das Finale erreichen. Wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke, wir sind nicht ohne Chance dort. Was erwartest du dir vom Spiel? Ja, ich denke, es ist eine enge Kiste. Pokal ist immer ein harter Fight. Haben jetzt ein Auswärtsspiel, ist natürlich ein kleiner Nachteil. Aber ja, wir müssen einfach dorthin fahren und alles geben. Saarbrücken wird, denke ich, auch alles raushauen. Und dann hoffe ich, dass wir ein gutes Spiel von einer Runde weiterkommen. Morgen geht es im Pokal gegen Saarbrücken. Welcher Stellenwert hat das Weiterkommen im Pokal, nachdem man ja noch ein bisschen im Abstiegskampf steckt in der Liga? Ja, es wird morgen sicher ein Highlight für alle Spieler, für alle Fans nochmal. Ein Halbfinale im Saarland-Pokal. Es ist klar, dass das Ziel ganz klar ist, dass wir da weiterkommen, dass wir wieder ins Finale kommen. Wir sind Titelverteidiger und wollen ihn natürlich wieder verteidigen. Nichtsdestotrotz steht im Vordergrund zwar die Liga. Ja. Wir müssen schauen, dass wir da nicht absteigen, dass wir da nicht noch weiter runterkommen. Das hat höchste Priorität und trotzdem ist morgen natürlich ganz klar das Ziel, dort zu gewinnen. Weshalb denkst du, dass wir morgen gewinnen werden? Ja, ich glaube, wer das Hinspiel hier im Stadion gesehen hat gegen Saarbrücken, der hat gesehen, dass wir richtig gut spielen können, auch gegen Mannschaften, die vielleicht qualitativ etwas besser aufgestellt sind wie wir. Sie haben natürlich mehr Selbstvertrauen wie wir, weil sie immer noch oben in der Liga mitspielen. Aber es ist ein Derby, hat seine eigenen Gesetze, wie man so schön sagt. Und deswegen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir dort morgen ins Finale einziehen. Morgen Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken im Saarlandpokal. Wie schätzt du die Gegner ein? Das ist natürlich ein sehr, sehr starker Gegner, der jetzt auch gut in der Liga angekommen ist in der Rückrunde, der sehr, sehr stark gespielt hat, letztes Spiel 4-0 gewonnen. Aber ja, Pokal, wir vertrauen auch darauf, dass wir in Saarbrücken wissen, um was es geht. Es ist ein Derby, ein Highlight-Spiel in der Saison und unser Ziel war von Anfang an, Saarland-Pokal zu gewinnen und da muss man nehmen, was kommt und im Moment kommt Saarbrücken und dann muss man auch dort versuchen zu gewinnen. Wie schätzt du dir generell die Chancen deiner Mannschaft morgen aus? Natürlich denke ich, dass wir eine Chance haben dort. Wir werden gut vorbereitet sein, wir werden alles geben und ich denke, dass wir auf jeden Fall dort eine Chance haben zu gewinnen. Wie sieht es personaltechnisch aus? Wer fällt morgen aus? Wer kann wieder spielen? Chivero Markiert macht jetzt Abschlusstraining mit, dann werden wir schauen. Risiko werden wir garantiert keins eingehen. Makaigo ist vom Freitag noch angeschlagen, müssen wir abwarten, ob es geht. Und Randy Entwidi Bonzo wird wahrscheinlich zurückkehren in den Kader und alles andere werden wir dann sehen.